So, hallöchen, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Overlord Raising Hell. Ja, willkommen, wie der Name schon sagt. Ja, wir sind der Hauptdarsteller in diesem Let's Play, schon klar. Aber wir haben jetzt was Wichtiges zu tun, nämlich Khan ist jetzt aufgeschlagen und will wohl ja, im Hügelland erstmal für ein bisschen, wie soll man das sagen, will da ein wenig was kaputt machen. Der fehlt ja auch noch, ne? Von den gefallenen Helden. Helft uns! Er zerstört die Stadt! Macht schon! Natürlich, natürlich. Wir haben es eilig. Ich glaube, 15 grüne nehme ich noch. 10 rote und 10 blaue. Aber ich werde mir die Zeit noch nehmen, hier kurz vorher mit den Schafen aufzuräumen. Und möchte jetzt eine kleine Ankündigung machen. Ich habe ein neues Let's Play schon für nach Overlord. Für nach Overlord. Sehr toller Satz. Ich meine, ich habe mir jetzt was Neues ausgesucht, neues Projekt. Und es wird im Grunde eine Art letzte Retro, zumindest wenn man sich so die Grafik ansieht. Das Spiel ist schon ein bisschen was älter. Es stammt aus einer Spielereihe. Und ich habe noch nicht ein Spiel dieser Reihe gespielt. Aber es wird wahrscheinlich trotzdem ganz gut, soweit ich weiß. Ja, so viel sei gesagt. Und lassen wir mal unsere Schergen schön diese roborischen Vögel umhauen. Ach ja, und zu Khan. Khan ist natürlich auch wieder einer Sünde verfallen. Bei ihm ist es wahrscheinlich unschwer leid, zu erkennen. Herr. Sie haben gedroht, meine Schafe zu töten. Böse, böse! Die Schäfchen gehören den Schergen! Ein Glück, ihr seid's Herr! Er ist hier drin! Oh nein, das war Stan. Von dort kommt niemand zurück. Gehen wir noch mal rein. Ja, hier ist zumindest alles voller... Och nee. Da sieht man, man soll nicht runterlaufen. Das bringt die Schergen um. Da darf doch kein Blauer vorlaufen, Mensch. Das Problem ist, solange die da sind, kommen immer mehr von denen. Und da vorne ist auch noch so ein roborischer Bomber. Ich stelle die alle mal hier hin. Und prügel mir erstmal den Weg hier frei. Ich meine, das können wir problemlos alleine schaffen. Aber die Brüter sind halt schon eine böse Sache. Hier doch zum Menschen. So. Aber Schergen können diese Kreaturen nur von oben angreifen. Platziert sie höher. Ach, da steht schon wieder so ein Bomber. Alle wieder hier hin, dann muss ich eben erst den Bomber umhauen. Komme ich an den? Ja. Nicht von hier. So. Dann Mana-Verschwendung ohne. Ah. Ach, wie, der lebt noch. Sonst sind die doch so empfindlich. Was? Jetzt hängt das Spiel? Was ist mit der Framerate los? Das hatte ich doch sonst bisher nicht bei Overlord. Wartet kurz. So, ich schau mal, ob die sich erholt. Nee, sieht gerade nicht danach aus. Wartet, ich brech mal kurz die Aufnahme eine Sekunde ab. Komm wieder rein und schau, ob das dann besser ist. Ja, also sobald ich die Aufnahme starte, geht die Framerate wieder so ein bisschen runter. Ich weiß auch nicht, was das ist. Aber sowas hatte ich ja schon mal bei Jade Empire. Ich frag mich nur, woher das kommt. So, Fraps hat mir bisher ja nie irgendwie so groß Probleme gemacht. Vielleicht liegt es auch jetzt aber auch daran, dass hier in dem Gebiet eine ganze Menge los ist. So, wir müssen jetzt erstmal unsere Schergen platzieren. Ich stelle mal jetzt ein Zahl hier hin. Wie viel höher denn noch? So. Jetzt muss ich nur kurz hier rüber. Hoffen, dass ich die ohne Unfall hier hinkriege. So. So kriegen sie den nämlich.
Und so viel hält so ein Brüter auch zum Glück nicht aus. Das war einer. So. Gut, da vorne ist... Ach, ein brennender Brüter. Die sind, glaube ich, immun gegen Feuer. Greift die Kreaturen von oben an, Meister. Lasst Chaos auf sie niederprasseln. Weg da, Mensch. Nein. Haut sie um, Mensch. Und Blaue heilt gefälligst. So. So. Und erstmal sicherheitshalber einige hier oben abstellen. Und um die da unten kümmere ich mich jetzt. So, Rest auch da hoch, Mensch. Aber Schergen können diese Kreaturen nur von oben angreifen. Platziert sie höher. Ich darf da selbst natürlich nicht mit runterkommen. Aber so müsste es eigentlich gleich, jetzt müsste grün, genau. Der ist gleich hin. So, so geht's doch. Puh, zum Glück ist jetzt die Aufnahme auch halbwegs stabil. Wo bleibt... Ich wollte gerade sagen, wo bleibt denn der Letzte? Und... Ja, da vorne ist er. Wissen wir zumindest, wo wir lang müssen. Und damit müssen wir dann auch gleich schon alle drei Brüter erledigt haben. Und das ohne Schergenverluste. Nein, war ja klar. Alle aufstellen, so retten wir mal kurz die Grünen. Geht doch einfach mal drauf, Leute. Und jetzt, sobald er ein bisschen weg ist, schicke ich die einfach mal hier direkt vorbei da hoch. So. Sobald er wiederkommt, kriegt er richtig auf den Sack. Hey, komm zurück, Mensch. Hey, was soll das? Hier bin ich. Na, gleich müsste der sich eigentlich wieder umdrehen. Der dürfte einen festen Weg haben. Ja, der kommt auch wieder. Ich glaube, danach haben wir auch alle. Schön grillen, Schergen. Ja. Rauschingen erneut befreit. Perfekt. Hey. Wir wollten euch nicht hintergehen. Es ist einfach passiert. Einfach passiert. Wir waren schwach. Vergebt uns. Lasst uns euch wieder dienen. Sie sind so loyal wie Kartoffeln, Herr. Macht mit ihnen, was ihr wollt, aber macht schnell. Khan ist unterwegs nach Himmelsspitze. Also, wir haben jetzt die Wahl, die umzubringen oder leben zu lassen. Diese miesen kleinen Verräter. Wir hatten solche Angst. Wir wussten nicht, was wir tun sollten. Vielleicht brauchen sie in Ruboria noch ein paar Wirte. Was soll das denn jetzt heißen? Ich brauche etwas Alkoholisches. Ja gut, meinetwegen sehen wir einmal darüber hinweg. Wir haben Wichtigeres zu tun, wir müssen nach Himmelsspitze. Wir hätten die jetzt halt umbringen können, das hätte ordentlich Verderbtheit gegeben, aber wir lassen die leben. Und zurück zum Turm. Hast du was zu sagen? Hauptdarsteller!
Kriegen wir auch irgendwas anderes mal gesagt? Jetzt mal kurz schauen. Ja gut, wir haben jetzt keine weiteren Aufträge. Das heißt, es ist quasi entschieden worden. Jetzt geht's mal auf nach Himmelsspitze. Und ich sag mal, das wird jetzt richtig übel, wenn ich mich richtig erinnere. Weil auch hier wimmelt es natürlich von Brütern. Ja gut, der gefallene Held des Zorns weiß durchaus, wie er auf sich aufmerksam macht. Greift die Kreaturen von oben an, Meister! Lasst Chaos auf sie niederprasseln! Ich glaube, in dem Fall nehme ich dann 15 rote und 15 grüne, weil die als einzige gegen die Brüter agieren können. Warte, wie viel grüne habe ich jetzt? 10. So. Da fehlen die blauen. So, macht hin. So. Gut, fürs Erste. Ja auch mal jemand drum kümmern. Kommen die Blauen da nicht runter? Gut, eben zwei Grüne neu. Ist schon wieder ein Grüner draufgegangen, oder wie? Doch nicht wahr. Nein, den sollst du wiederbeleben, Freundchen. Oh, das ging schnell. Wieso kommen die Blauen denn da nicht runter? Ihr müsst uns beschützen, Herr. Ist doch nicht wahr, dass die Blauen dann einfach da oben stehen bleiben und nicht wissen, was sie tun sollen. So, alles schön wiederbeleben und dann geht's weiter. Das heißt, es fehlt wieder nur ein Grüner. Und wir müssen jetzt hier oben weiter agieren, ansonsten gibt's Probleme. Aber von hier aus kriegen die den ja locker. Die Framerate so ein bisschen im Keller. Aber der ging ja leicht. Wenn man davon absieht, dass mal wieder ein paar drauf gehen. Weil die Blauen so blöd sind, einen Weg nach unten zu finden. Ja gut, stimmt. Jetzt sind ja bessere Ausrüstungen in den Kisten. Und wir haben wohl die anfängliche Brüterwelle überlebt, das ist schon mal gut. Müssen wir mit einem Grün weniger. Na toll, jetzt ist hier zu. Aufmachen, Mensch! Hier ist der Herr der Stadt, der neue. Seit Ferdinand nicht mehr da ist. Wo geht's denn dann weiter? Ach, hier stand noch einer. Komm, dann holen wir uns jetzt auch noch den fehlenden Grünen. Ach, und dahin müssen wir. Und da ich mich daran erinnere, wie hart der Kampf gegen Khan wird, möchte ich dann hier eigentlich erstmal einen Schnitt machen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Let's Play Overlord Raising Hell. Und ja, ich hoffe, ihr bleibt weiterhin dran. Ja, bis zum nächsten Mal. Cheerio, euer Scarecrow.